miteinander und willkommen zum nächsten Devlog, zur nächsten deutschen Zusammenfassung hier zu Battle Bros. DLC Blazing Deserts. Ich bin Doran Gant und wir gucken uns heute die Ready News an. Part 1, Part 2 und wahrscheinlich werden wir die südlichen Städte noch anziehen. Das sind die letzten Devlogs, die wir hier noch covern müssen. Genau, die Ready New, also im Prinzip die Jungs und Mädels, wie wir hier sehen, also ein bisschen auf dem Bild und auch den Esel, ja? Der gehört auch dazu, die uns quasi unsere normalen Männer folgen in Zukunft, die für gewisse Boni sorgen und das Hauptding ist an denen eben, im Prinzip setzen wir in jedem Kampf unsere wichtigsten Assets, also unsere ja, kampfbereiten Brüder aufs Spiel und danach ist es natürlich ziemlich schwer wieder zurückzukommen, falls man wichtige Brüder verliert und die Retinue soll ein bisschen das Ganze erleichtern teilweise, zum Beispiel hier der Drill Sergeant, der hier als Beispiel genommen wird, der dann in diesem Fall quasi für etwas Erleichterung sorgen kann. Der sorgt dafür, dass unsere Leute schneller XP gainen, also schneller hochleveln, was schon mal super ist. Vor allem, wenn man dann wieder neue Leute wieder hochtrainieren muss, damit sie halbwegs, halbwegs verwendbar sind. Das andere Ding ist, dass er Leute, die in der Reserve stecken, tatsächlich niemals den Mut bzw. die Laune verlieren lässt. Das ist manchmal dann relativ nervig, vor allem, wenn man jetzt nicht große Kompanie hat, wenn man halt für verschiedene Zwecke sich wieder heranzüchtet, die man eben nicht jedes Mal einsetzt. Ja, das ist eigentlich eine super Sache. Ich weiß nicht, ob diese 10%, ob das nicht zu wenig ist, ehrlich gesagt. Also, man muss für den guten Mann hier nämlich schon mal 5000 bezahlen, auf jeden Fall, um ihn anzuheuern. Man muss auch ein paar Sachen zunächst erfüllen, also ein paar Bedingungen erfüllen. Hier zählt dazu eben, dass man zumindest 1800 Renown haben muss, also das sammelt ihr ja quasi die ganze Zeit. Und in dem Fall müsst ihr auch noch einen Bruder haben, der mit einer permanenten Injury retired wurde, also aus der Kompanie quasi geschmissen wurde, weil ich mir gescheit kämpfen konnte, weil ihm ein Auge gefehlt hat oder sonst irgendwas, ja. Und der wird dann quasi der Drill Sergeant. An sich ganz nett, aber ich weiß nicht, ob, ich meine klar, am Ende nimmt es jeden Vorteil mit, aber 10% finde ich ein bisschen wenig. Das ist schon wichtig hier. Bei 15-20% würde ich besser finden. 20 wäre vielleicht. Weiß ich nicht. Ein Zehntel ist echt nicht viel. Deswegen weiß ich nicht, ob der so stark ist dann am Ende. Gut, das zweite macht es natürlich auch ganz gut, aber für 5000 muss man sich überlegen, ob man das machen möchte. Tatsächlich soll die Retinue auch ermöglichen, so ein bisschen andere Playstyles zu verstärken. Ich glaube, das ist der Scavenger. Lass mich nicht lügen, den werden wir dann gleich noch kennenlernen. Gibt es noch ein paar, sag ich mal, sehr coole Leute, die man hier mitnehmen kann. Auf jeden Fall, ja, eine Sache, die quasi Customization mit sich bringt. Da seht ihr, er hat wohl eine Hand verloren, der gute Mann. Und deswegen ist er jetzt der Drill Sergeant. Und ich denke, dann springen wir direkt zu den nächsten Retinue-Kollegen, die wir anheuern können. Genau, und hier werden jetzt wieder drei weitere vorgestellt. Tatsächlich haben wir 5 Slots, die wir füllen können. Das heißt, 5 Leute können wir hier als Retinue anheuern. Allerdings gibt es viel mehr zur Auswahl, so wie heute geschehen. Das heißt, auch da werden wir uns entscheiden müssen, was wir dann am Ende haben wollen. Genau. Wir haben hier also als erstes den Chirurg. Der sorgte dafür, dass Männer, die normalerweise sterben würden im Kampf, dass die tatsächlich significantly improved chance. Also es ist nicht garantiert, aber die Chance, dass jemand mit einer permanenten Verletzung aus seinem Kampf rauskommt, wenn er eigentlich sterben sollte, statt zu sterben, ist sehr viel größer. Ihr wisst ja, permanente Verletzungen können, ich meine, relativ trivial sein, wie ein verlorenes Auge oder sowas, dass man durchaus wegstecken kann, dass man einen Bruder ohne weiteres weiter einsetzen kann. Manche sind natürlich übler, wenn man irgendwie eine kaputte Lunge oder sowas hat. Auf jeden Fall ermöglicht es das eben, eben die Entscheidung selbst zu fällen, ob man sagt, okay, wir schmeißen den Bruder raus oder wir behalten ihn, weil er ein sehr wichtiger, hochleveliger Level 9 Charakter oder was weiß ich was ist, den wir trotz seiner Verletzung noch gut einsetzen können oder zumindest, um andere Leute zu retten oder so lange, bis wir neue Leute hochgelevelt haben. Er verbessert auch die Geschwindigkeit, in der nicht permanente Verletzungen geheilt werden, sodass wir weniger Downtime haben. Also denke ich mal, eine super Sache, den würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und der nächste Follower ist der Scavenger. Also hier wurde ja nicht gesagt, wie man an diesen Typ hier rankommt. Wahrscheinlich wird irgendwie, wie aussieht, irgendwo im Süden anheuern können. Beim Scavenger steht jetzt zumindest, das könnte ein Sohn einer unserer Männer sein oder einfach nur ein Weiser, den wir irgendwo mitgenommen haben. Es gibt, glaube ich, Events, wo man auf Waisenkinder und so weiter trifft. Vielleicht kann man den dann rekrutieren. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Scavenger sorgt dafür, dass man
für jeden Punkt Armor, die man zerstört hat im Kampf, dass man eine gewisse Menge an Tools und Supplies, also Ressourcen zurückbekommt, mit denen man, naja, eben normalerweise Armors repariert. Das ist an sich auch eine sehr, sehr gute Sache. Je nach Map, die man so hat, kann es nämlich teilweise durchaus schwer sein, an kostengünstige Tools ranzukommen. Also grundsätzlich schon mal gut, jemanden dabei zu haben, der die einem gewährt. Andere Sache ist tatsächlich, steht hier auch sogar mit dabei, ist klar, wenn man sehr viel Armor selber hat, was im Late Game in den meisten Fällen der Fall sein dürfte, aber eben auch das Problem an Waffen wie Hammern, ja, es gibt natürlich sehr starke gepanzerte Feinde im Kampf. Man will aber bei den meisten Feinden, außer bei Orks oder so, will man eigentlich die Rüstung ja nicht zerstören, sondern man will sie selber mitnehmen, um sie selber zu benutzen oder zu verkaufen. Ja, das war immer so ein bisschen der Konflikt, weswegen man eben in der Regel auf Waffen, die extrem viel Armor-Schaden gemacht haben, also die Rüstung extrem kaputt gemacht haben, sondern auch die verzichtet hat. Ja. In dem Fall wäre es halt so, dass man ja im Prinzip dann den Tausch macht, okay, alles klar, wir nehmen gegen die schwer gepanzerten Jungs trotzdem die Hammer oder die Waffen mit, die extrem viel Rüstung Schaden machen und kriegen dafür dann zwar nicht die Rüstung dann raus oder so am Ende, sondern zumindest die ganzen Tools, um unseren eigenen Scheiß zu reparieren. Je nachdem, wie viele Tools da sind, die da rauskommen, sich das dann balanced am Ende, ist das mehr oder weniger wert, ne? Wenn es viele Tools sind, dann kann man natürlich entsprechend das sogar auch die Tools auch verkaufen, relativ Gewinn bringt. Also auch das eine Möglichkeit, hier zu verbessern. Tatsächlich wird er auch einen Teil der Munition wieder aufsammeln, der Verbandkampf. Das heißt, dass wir für unsere Fernkämpfer, dass wir nicht so oft zurücklaufen müssen, wenn wir irgendwo weit draußen sind, um wieder aufzumunitionieren. Der nächste im Bunde ist dann der Kartographer, also der Kartografierer. Oder so etwas in der Art. Und der ist tatsächlich so gedacht, für einen gewissen Playstyle. Es gibt ja, man kann ja Battle Royale auf verschiedene Art und Weise spielen. Man kann vorwiegend Aufträge machen, das mache ich sehr häufig. Und mache dann ab und zu mal so Ausflüge in die Wildnis, um dann zu erkunden. Viele Leute gehen aber einfach so schon die ganze Zeit, auch schon im Early Midgame, raus in die Wildnis, um Sachen zu erkunden. Und genau für die Leute ist der gute Mann hier gedacht. Man kann ihn anheuern, sobald man mindestens eine legendäre Location entdeckt hat. Ja, die sind ja oftmals nicht so hundertprozentig. Na gut, also es ist eigentlich egal. Also man wird es ja merken, wenn man ihn anheuern kann, so rum, ja. Und was er macht, ist tatsächlich, er bezahlt für jede Location, die man findet, ja, weil er tut die ja quasi kartografieren. So leisten wir für ihn quasi eine Arbeit. Umso weiter die Locations weg sind, die Points of Interest von der Zivilisation, umso mehr zahlt er auch. Und legendäre Locations sind auch nochmal extra bezahlt. Also, ja. Im Prinzip eine super Sache, wenn man sowieso erkunden geht und dabei nochmal, tatsächlich für das Erkunden selbst, was ja, naja, die Bezahlung fürs Erkunden war halt, dass man halt coole Sachen gefunden hat, coole Locations, die man dann hochnehmen konnte. So gesehen kriegt man dann nochmal ein bisschen was extra, allein schon dafür, dass man überhaupt erkundet. Es gab ja auch die Erkundungsquests nochmal extra dazu, aber ja, die hört sich auch noch eine super Sache eigentlich an. Genau, und sie schreiben hier auch nochmal, es gibt auch noch weitere, Follower, die spezielle Playstyles, wie zum Beispiel also ein Banditentum, das man als Bandit spielt und zum Beispiel die Bauern überfällt oder so, habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht, ja. Auch eine Möglichkeit, quasi den Bösen zu spielen. Oder für den Handel, das haben wir schon eher ab und zu mal ein bisschen gemacht. Oder ganz bewusst auf Bounties auszugehen, auf feindliche Champions, die zu jagen. Bin ich mal gespannt, was da noch kommt. Und ich denke, ja komm, wir hängen die nächste Death Diary noch an. Da sind wir auf dem neuesten Stand. Das ist nämlich die hier, wo es um die City-States geht. Das ist auch Part 1. Also Part 2 kommt dann demnächst. Wäre vielleicht thematisch sinnvoll, das zu trennen. Aber wir machen das einfach mal, dass wir hier aktuell unterwegs sind. So, die Death Diary geht so ein bisschen auf die Spezialmechaniken für die südlichen Städte ein, die zum Teil sehr, sehr cool sind. Ja, haben sie bisher so ein bisschen lore-mäßig entdeckt. Also die wurden quasi über den Ruinen des Ancient Empires, aus dem wir ja immer die ganzen Ancient Legionaries und so bekämpfen, aufgebaut. Sie werden vorwiegend quasi nicht durch Ehre oder so, durch Stärke, so wie im Norden, regiert, sondern hier geht es vor allem um Geld und so weiter, um die Macht, die damit einhergeht. Genau, und dass ich auch, also es ist ja alles so ein bisschen Richtung Arabien, Persien angelegt. Fand ich ja, also wie gesagt, fand ich extrem gut das Ganze. Deswegen sind die auch ein bisschen weiter hier in Medizin, in Astrologie und Alchemie. Das zeigt sich ja auch dadurch, dass sie hier dieses Alchemielabor bauen können und dass wir dort, sag ich mal, so tolle Sachen wie Granaten dann einsetzen können.
Andererseits ist ihre ganze Ökonomie mehr oder weniger auf dem Rücken von Sklaven erbaut und ja, ein Mercenary, also ein Söldner wie wir, kann hier sicher eine ganze Menge Arbeit finden, sei es hier zum Beispiel beim Jagen von Desert Raiders oder Wüstenbanditen oder zum Beispiel beim Niederschlagen von Sklavenrebellionen. Andererseits sind die Visiere, die uns hier die Arbeit geben, sehen uns halt eher als, naja, als ein niederes Wesen. Naja, im Prinzip war das Ansehen von Söldnern nie besonders gut, aber ne, im Prinzip ist es hier so, ja, wir sind ein Crownling, also ein Sklave einer anderen Art. Wir sind quasi Sklave des Geldes. Also, sie betrachten uns als Menschen des 21. Jahrhunderts im Westen. Was? Nein, also, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, und hier sehen wir so ein paar Bilder, wie die Jungs aussehen. Wie gesagt, dunklere Complexion, ne, also ein bisschen dunkler, braun gebrannt von der Sonne. Hier, wie heißen sie alle hier? Mehmet haben wir hier, da ist Ali eindeutig und, verdammt. Ehrlich gesagt, auf Anhieb fallen mir wenig persische Namen ein. Ja, der sieht auf jeden Fall aus wie Saladin. Keine Ahnung. Also ihr wisst, ich meine, das Theme ist, denke ich mal, relativ klar. Dunklere Jungs mit Bärten. Tatsächlich auch hier immer noch keine Frauen, ne? Anders als im Mod. So, oh Gott, wie hieß der nochmal, wie ich ihn gespielt habe? Legends, genau. Da gab es ja auch kaum Frauen. Ja, vielleicht kommt sie ja irgendwann. Man weiß es ja nicht. Heutzutage ist es ja ein Wunder, dass Tulta die nicht schon dazu gezwungen hat, hier Frauen einzuführen. Aber egal, machen wir weiter. Kein politischer Talk mehr, das war jetzt schon genug des Diskurses hier. Genau, das Witzige eigentlich ist an der Sache, man kann tatsächlich auch im Süden Sklaven kaufen. Man kann sich für sich arbeiten lassen, im Sinne von für sich kämpfen lassen. Also hier in so quasi einen Ludus aufzubauen, um schon wieder ein bisschen den Schlag aufs nächste Ding hier zu nehmen, die Arena. Mit eigenen Gladiatoren. Gladiatoren sind auch ein neuer Background, den man rekrutieren kann. Durchaus möglich so im Roleplay, wenn man so drauf aus ist. Witzig an Sklaven ist natürlich, man bezahlt für die halt einmal am Anfang, man bezahlt ihnen aber keinen Lohn. Im Prinzip bezahlt man ihnen ja schon den Lohn, ne? Sie essen ja von dem eigenen Zeug, ihr versteht, ne? Das ganze System, wie es halt mal mit den Sklaven war. Der Lohn war ja, dass man am Leben gehalten wurde. Genau, also man kann tatsächlich Sklaven kaufen, für sich kaufen lassen. Wenn man jetzt zum Beispiel diese Backgrounds hier im Team hat, also diese südlichen Backgrounds, dann ist es denen auch egal, wenn Sklaven im Kampf umkommen. Ist dann die Frage, wie teuer Sklaven sind, ob man dann wirklich so eine Art Spiel aufziehen könnte, wo man echt so ein paar Expendable Brothers immer hat und die immer verheizen lässt und die dekadenten Jungs im Hintergrund, im Prinzip, die machen dann ihr Ding und lachen sich halt den Arsch ab. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es auch eine Arena, ja. Wo man dann eben Gladiatorenkämpfe beschalten kann. Das sind auch Aufträge, die sich aber natürlich unterscheiden von den normalen Aufträgen, die man so machen kann. Und zwar, die Unterschiede sind tatsächlich, wir können nur ein paar ausgewählte Männer mitnehmen natürlich. Gegen verschiedene Feinde treten wir dort an. Anders als beim Mercenary Contracts wissen wir genau, wie viele Gegner wir haben und wie die halt aussehen. Wahrscheinlich sehen wir das Equip oder so. Vielleicht auch das Level. Das ist halt die Frage dann. Oder ob es eine bestimmte Anzahl von Monstern ist oder Sklaven oder irgendwelche Gefangenen, Banditen oder professionelle Gladiatoren tatsächlich. Man muss natürlich nicht weit reisen, wenn man direkt in die Arena kann, in die Stadt. Also das eliminiert natürlich einen Teil des Risikos. Man gewinnt quasi vor jubelnden Leuten, was natürlich super ist. Tatsächlich kann man sich auch hocharbeiten, sich ein bisschen rangearbeiten in der Arena. Mit was das genau verbunden ist, wahrscheinlich theoretisch wird es ja, also Renown-mäßig müsste das ja bestimmt helfen. Genau, und einzigartige Trades können sie dabei auch bekommen. Also irgendwelche Gladiatoren-Trades, die super toll sind. Vom Pitfighter, also vom, ja, einfachen Grubenkämpfer bis zum Champion der Arena. Also es hört sich auch Alex extrem cool an. Also es scheint jetzt schon, dass sich die Jungs von Overhead, ja, nachdem ja schon Wars of the North der beste DLC war, den sie bisher gemacht haben, dass das hier echt nochmal ein richtig, richtig gutes Ding werden wird. Ich freue mich total, sobald es dann draußen ist. Und wir werden jetzt natürlich versuchen, ich war jetzt ein bisschen beschäftigt in den letzten zwei Monaten, ich werde euch jetzt versuchen, die ganzen Dev-Blogs auch etwas zeitaktueller zu liefern. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und sorry für die paar kleinen Ausrutscher hier in dem Video. Hoffe, ihr bleibt mir natürlich treu und bleibt dabei und wir sehen uns dann im nächsten Battle Bros. Devlog oder im nächsten Battle Bros. Let's Play wieder. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Euer Torren.